Ich heiße herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und es ist So Long Dark. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Wintermute zu spielen, das heißt den Story-Modus. Ob ich So Long Dark auch mal einfach so Survival-mäßig spielen will, weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, erstmal reinkommen ins Spiel mit dem Story-Modus klingt ganz vernünftig. Deswegen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ist, glaube ich, Episode 5, die abschließend sein soll, laut dem Spiel, noch nicht verfügbar. Ich hoffe, übers Spielen hinaus wird das dann verfügbar werden, werden wir aber dann alles sehen. Also, ich hoffe einfach, dass wir ein schönes Intro gleich kriegen und uns erklärt wird, was wir denn genau, was genau passiert ist mit uns. Ich weiß nur, dass es ein Survival-Game ist. Viel habe ich von So Long Dark selber noch nicht gesehen, gemacht, mitbekommen. Deswegen ist es für mich noch relativ neu quasi dann. Also, ich müde mich, start das Spiel und gucken. Und dann gucken wir, ob wir ein Intro haben. Ah, man sieht ja auch Episode 1 bis 5. Und Episode 1 heißt Do Not Go Gentle. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Okay, wir schauen mal rein. Man kann da noch so viel auswählen, meine Güte. Unerfahrener Überlebender. Für neue Spieler, die vor allem an bedachter Erkundung und der Geschichte interessiert sind. Die meisten Überlebensmechaniken sind sehr einsteigerfreundlich gehalten. Wilde Tiere können angreifen, sind aber nicht so aggressiv. Okay, dann hätten wir den Fähigen. Mit gewisser Erfahrung, die eine Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf suchen, wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Überlebensmechaniken sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich Ressourcen. Und der Erfahrene? Die eine gnadenlose Überlebensherausforderung suchen. Feindlich gesinnte wilde Tiere sind keine Seltenheit und werden dich jagen. Alle Überlebensmechaniken sind besonders anspruchsvoll. Wir starten hier, würde ich sagen. Dann benennen wir es natürlich noch. Name ist natürlich gesetzt. Und dann mal schauen, was passiert. Da humpelt aber ein bisschen der Wolf, ne? Die humpeln aber irgendwie alle so komisch. Gefährlich aus. So Long Dark. Na, vom Intro haben wir jetzt noch nicht so viel erfahren, was mit uns passiert ist. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren.
Astrid. Au. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Weil theoretisch hat das ja wahrscheinlich auch die Blutung gestoppt. Vor 12 Stunden. Das war aber... Warum geht das so schnell weg? Haseninsel Hangar. Der Joker. Der Joker. Seems about right. Aha, aha. Er legt sich also Karten, keine Ahnung. Feels like another record cold snap on the way. I better get a fire going before the pipes freeze up again. Wir sollen ein Feuer machen. Aha. Okay, okay, okay. Sieh die aktuellen Missionsziele im Kreismenü oder mit der Details im Tagebuch an. Ja, wenn ich wüsste, wie ich das mache. Ah, das ist das Kreismenü, okay. Ja. Mackenzie lungert am Haseninsel-Hangar herum und wartet darauf, dass etwas passiert. Warte die Zeit ab. Die ist kalt, mach ein Feuer. Okay. Was ist das? Okay, okay. Personen, kann man nichts machen. Orte kann man nichts machen. Dinge auch nicht. Aktionen kann man was gucken. Tagebuchziele. Sieh dir dein Tagebuch und aktuelle Missionsziele im Kreismenü an. Um das Kreismenü zu öffnen, halte Space gedrückt. Danke, dass mir das gesagt wird, wo ich das schon benutzen muss, um das aufzurufen. Danke. Ja. Feuer machen. Ich habe keinen Zunder. Ja. Erfolgschance zu null. Okay, und wie mache ich das jetzt? Hä? Karte? Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days. Since ah, vielleicht jetzt? Nö. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe keinen Zünder. Oh, okay, warte. Das macht natürlich Sinn. Taugt als Zünder. Ah, jetzt. Haben wir hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann, vielleicht? Bevor ich gleich hier wieder... Zeitungspapier. Jetzt sollte ich aber doch Feuer machen können, oder? Ah. Na, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Untersuche den Hangar. Der ist kalt, mach ein Feuer. 1 von 5, ja. Untersuche den Hangar. Ja, okay. Kann man nichts machen. Well, here we are, old girl. Ja, das sieht ein bisschen rostig aus. Maybe behind you, but you're still beautiful to me. So. And anyways, you're all I've got.
I'd sure love to give you one last great adventure. Darf ich mich jetzt wieder bewegen? Danke. Ich komme da gar nicht runter, schade. Ich habe geguckt, ob ich die Lampe nehmen kann. Oder ich wollte gucken, ob ich die Lampe nehmen kann, besser gesagt. Kann ich nichts machen? Kann ich hier hochklettern? Nein. Kann ich aber auch nichts mitnehmen irgendwie, ne? I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Okay, ich kann ihn nicht mitnehmen. Hä? Hey. Ein Schokoriegel. Wähle Gegenstand unter Essen im Kreismenü, um schnell zu essen. Okay. Sonst ist hier nichts. Foto. Those were better days. Ja, die guten alten Zeiten. Getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Jackrabbit Remote Transport. Zero flights a day to the mainland communities and well, anywhere really. Ein Holz, nur für den Ofen. Cheap electric crap. Never works when you need it. Ja, funktioniert nie, wenn wenn es drauf ankommt. Ja, tja, 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 ne. Soll man halt nicht billige Sachen kaufen. Pipes froze up again. Kräutertee. Keine Ahnung, ob der uns was bringt, aber einfach mal mitnehmen. Sieht mir nicht nach wirklich was Brauchbarem aus. Zumindest für, wenn man sagt, hey, ich möchte überleben. Ein bisschen Zeitungspapier. Gut, dann machen wir mal ein Nickerchen, ne? Oder wie war das? Kann ich die Tür... Nein, ich kann sie nicht so machen. Okay. Bett. Who could that be? Geh ans Telefon. Oh, au. Au, das war laut. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn... Well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Ich kann natürlich right. Das selber nicht übersetzen, weil es von so alleine you're still a doctor. Läuft. Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look,
The weather out there is bad. Bad. I mean, it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost, all because you walked in here and asked me to? Yes. Well, Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Okay. Also sie ist anscheinend eine Ärztin. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Keine Ahnung, vielleicht hat sie ihren Bruder geheiratet oder was auch immer. Irgendwie so in die Richtung. Oder seinen besten Freund. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Wähle zusätzliche Fracht aus. Ja, die Fracht von ihr, also der Koffer, müsste ja eigentlich schon drin sein.